Mein Name ist Laura und ich bin von den DocSpotters. Neben mir sitzt Igor Hauzenberger von dem Film Der Prozess. Igor Hauzenberger, wie sind Sie auf das Thema gekommen? Also es war klar schon 2008, dass bei diesem Prozess rund um die Tierschützer ziemlich starke politische Interventionen da sind. Und ich habe mir gedacht, das wird ein großartiges Thema, das man filmisch unbedingt aufarbeiten soll, weil einerseits der Prozessausgang ganz offen war und auf der anderen Seite irgendwie von Anfang an klar war, dass es sich wahrscheinlich hier um irgendwelche NGO-Aktivitäten und zivilen Ungehorsam handelt, aber sicher nicht um Terrorismus und Mafia. Und als Mafia-Organisation wurden diese Tierschützer ja auch angeklagt. Wie haben Sie die Tierschützer gefunden in Ihrem Film? Also grundsätzlich war es so, dass ich mich für das Thema interessiert habe und dann einfach mal sagte, ich möchte mit euch mitgehen, ich möchte einfach mal dahinter schauen, ob ihr wirklich so gefährliche kriminelle Aktionen macht, die mit Mafia in Verbindung stehen können, oder ob das eigentlich klassische NGO-Arbeit ist. Man hat das Gefühl in dem Film, Sie ständen auf der Seite der Tierschützer. Sind Sie selber im Tierschutz aktiv? Also die Frage so konkret hat mir noch nie jemand gestellt. Ich sage mal, ich bin ein Mensch, der grundsätzlich eigene ethische Anforderungen an sich stellt. Und für mich ist es wichtig, ich lebe auch längere Zeit vegetarisch, bin jetzt kein direkter Tierschützer, aber interessiere mich sowohl für Menschenrechte, Tierschutz wie auch Umweltschutz und halte das auch als ganz wichtige grundsätzliche Überlegungen, die wir ins nächste Jahrtausend mitnehmen sollen, wenn wir unseren Kindern eine Welt übergeben wollen, in der es auch noch lebenswert ist. Hatten Sie manchmal Probleme mit der Polizei während des Films? Ja, ich glaube, man sieht im Film auch schon, dass es sehr viele Probleme mit der Polizei gibt. Wenn man einen Dokumentarfilm macht, der eine Intervention auch ins Politische ist, dann bedeutet das automatisch, dass man mit der Polizei in den Konflikt kommt. Für mich war nur erstaunlich, dass normalerweise die Tierschützer, die ja angeklagt wurden, weil sie permanent mit der Polizei in Konflikt kommen und dem man auch zumindest Sachbeschädigungen zugesagt hat, dass sobald ich dabei war, sozusagen ich im Zentrum der Kritik stand und teilweise auch die Polizei viel mehr auf mich losgegangen ist, weil ich sozusagen etwas repräsentiert habe, das nicht repräsentiert werden soll. Nämlich, dass da auch von der Polizei durchaus Übergrifflichkeiten da sind und dass die jenseits ihrer Kompetenzen teilweise handeln. Wie lange gingen denn die Dreharbeiten? Also die Dreharbeiten zu Der Prozess waren fast 3 Jahre. Das ist für einen Dokumentarfilm eigentlich ziemlich schrecklich, aber es war vom Thema, wenn man sich mit einem politischen Thema einlässt, kann man nicht genau einschätzen, wann etwas zu Ende geht. Also dieser Prozess wurde über ein Jahr hinausgezögert und das war auch der Grund, dass wir gedreht haben, letztendlich über 220 Stunden Rohmaterial und das dann tatsächlich in einem Film auf eine Stunde 50 Minuten runterbrechen mussten. Wie war eigentlich die Beziehung zwischen den Tierschützern und Ihnen und wie hat sie sich im Laufe der Zeit verändert? Also eigentlich hatten sie am Anfang kein großes Vertrauen zu mir, weil in diesem Prozess waren ja auch eingeschleuste Vertrauenspersonen, also waren verdeckte Ermittlerinnen und die waren sich ja zeitlang nie sicher, ob ich nicht auch ein Polizeispitzel bin. Und da hat man mich immer so ein bisschen schräg angeschaut und mich auch so ein bisschen durchleuchtet. Das hat sich erst in einem bestimmten Moment geändert, wo einer von den Tierschützern wieder bei einer Aktion angezeigt wurde, weil man ihm gesagt hat, er hat die Polizei so angeschrien und wegen Lärmbelästigung. Und ich konnte dann aufgrund meines Videomaterials, das ich aufgenommen habe, konnte ich nachweisen, dass die Situation nicht so war. Und er hat dann die Anzeige wurde von der Polizei zurückgezogen und das war dann ein Moment, wo auch das Vertrauen gewachsen ist. Und was möchten Sie mit Ihrem Film Der Prozess erreichen? Also was ich erreichen möchte, ich glaube, der Film hat eine ganz klare Ausrichtung. Er möchte einfach mal eine Öffentlichkeit haben und er möchte einfach mal aufzeigen, was da passiert ist. Also dass dort in Österreich es über einen Paragraphen möglich ist, dass junge Leute, die sich politisch engagieren, die sich ethisch engagieren, mit den schärfsten Mitteln, die im Staat zur Verfügung stehen, nämlich ein Terrorparagraph, bestraft werden. Und das soll nicht sein und das darf nicht sein. Und ich hoffe, dass der Film einiges dazu beitragen wird, dass das in anderen Ländern nicht passiert und dass man darüber nachdenkt, wie man mit jungen, aufmüpfigen Menschen umgeht, selbst wenn sie an der Grenze des Legalen arbeiten. Dann bedanke ich mich für das Interview mit Ihnen.